Also jetzt zukünftig noch ein bisschen Einnahmen generieren. Oh, was war das? Da wird doch jetzt nicht irgendwo ein Fuchs oder irgendwas unter das Auto gefahren sein, beziehungsweise gerannt sein. Na? So, wir werden Einnahmen generieren. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 und wir spielen die Alpenmap und wir stehen hier vor unserem Fente 720 Vario, den wir im letzten Livestream ja gekauft haben. Und wir haben ja so vieles und einiges ja im Livestream gemacht. Zum Beispiel haben wir hier die Ballen von dem Feld gebracht, die Strohballen, und dann haben wir jetzt zwei Felder haben wir komplett bearbeitet, gekalkt, gedüngt und mit dem Pflug bearbeitet. Und jetzt anschließend fährt hier jetzt noch der Lamborghini rüber das Feld und macht uns ein schönes Saatbett, was wir dann hoffentlich ja demnächst dann benutzen. Wir schauen mal ganz kurz rein, und zwar in der Fruchtfolge war die Idee, jetzt auf diesem Feld eventuell Raps drauf zu machen, weil wir hatten davor, glaube ich, Gerste drauf, und auf dem Feld Nummer hier drüben, das Feld Nummer 1, 11, da hatten wir ja Ackergras und da möchte ich gerne Weizen drauf machen. Übrigens, ihr seht es, wenn ihr im Stream dabei wart, war das ja so gegen Ende das Thema, dass wenn wir natürlich hier auch Saatbett und alles machen, düngen und so weiter. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, warum hier diese Balken nicht richtig ausschlagen, in Anführungszeichen. Ja, denn wir sehen es auch, ich bin mit der Umweltbewertung nicht ganz so zufrieden, 6%. Aber nun gut, warten wir es ab. Dieses Feld Nummer 4 haben wir schließlich auch ein bisschen hochgebracht, und Feld Nummer 13 warten wir ab, was passiert. Auf jeden Fall haben wir uns hier ordentlich angestrengt. Ups, da ist er ja, der Lambo. Haben uns ordentlich angestrengt und die Felder entsprechend bearbeitet, dass sie dann doch hoffentlich ordentlich Ertrag im nächsten Jahr bringen. So, wir werden jetzt hier ein bisschen aufräumen. Ich spring mal in den Fendt. Bring unseren Fluch weg. So, der Motor ist an. Und ich denke, ihr hört auch wieder den Ton. Und ich höre vor allen Dingen auch wieder den Ton. Hat ein kleines technisches Problem im Livestream. Und dann war es wie immer einfach den entsprechenden Recording-PC nochmal neu gestartet. Und dann war der Ton wieder da. War aber trotzdem für mich ein bisschen spannend, 2,5 Stunden zu streamen ohne In-Game-Sound. Aber wichtig ist, dass ihr ihn gehört habt. Sehr schön, das also nur so am Rande. Wir bringen jetzt den Pflug wieder zum Hof und dann werden wir ein bisschen unsere Tierchen füttern. Auf jeden Fall mal unsere Kühe, und wir müssen Stroh einwerfen, zum Beispiel bei den Schweinen. Und da werden wir jetzt gleich mal unser neues Ballenlager benutzen und Ballen rausnehmen, um dann Futtermischwagen damit zu befüllen. Ich glaube, die Silage wird noch nicht so weit sein, die Silageballen, aber lassen wir uns mal überraschen, schauen wir uns das Ganze mal an. So, aber erst, wie gesagt, werden wir hier mal ein bisschen aufräumen. Okay, ich glaube, wir können den Kollegen auch mal hier ein bisschen, ja, Maschinenpflege. Ja, ja, hier hinten, ja, 4,70 Meter ist ja noch ordentlich, ist ja noch Reichweite, also jetzt entspann dich. Gut, den Kollegen Fendt haben wir ja gebraucht, gekauft, deswegen wundert euch nicht, dass die Felgen hier so aussehen. Ne? So, und dann springen wir wieder rein und jetzt müssen wir den wieder aufklappen. Sonst können wir hier nämlich nicht den Pflug abstellen, hier genau in der Ecke. Ein bisschen hier ran. Okay, jetzt wieder ein bisschen hoch und um die Kurve, und dann schmeißen wir den Pflug dahin. Bingo. Okay, dann lassen wir den jetzt erstmal hier stehen. Oh ja, er ist, genau, er ist noch nicht ganz fertig. Ja, dann machen wir das so. Dann soll er hier weitermachen, der Helfer. Und dann haben wir nämlich das Feld auch so weit fertig, dass wir dann, wie gesagt, erstmal mit der Pflege hier so weit sind. Wir springen in den Wald, haben auch in der Zwischenzeit wieder den Verkehr eingeschaltet. Das heißt, das Ganze müssen wir wieder ein bisschen besser beobachten und nicht hier einfach auf die Straße rausfahren. So, der Kollege hat gebremst. Kommt von links was? Nein. Kommt von rechts was? Nein. Oh, doch, da kommt was.
Aber da waren wir dann etwas schneller. So was möchte ich machen. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, was wir auch noch im Stream gemacht haben. Denn ich habe eine PV-Anlage gekauft. Wir werden also jetzt zukünftig noch ein bisschen Einnahmen generieren. Oh, was war das? Da wird doch jetzt nicht irgendwo ein Fuchs oder irgendwas unter das Auto gefahren sein, beziehungsweise gerannt sein. Na? So, wir werden Einnahmen generieren. Habe ich da irgendwas ver... Ach, okay. Man sollte auch wirklich hier das Teil anheben, bevor man auf die Straße geht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt nichts mehr passiert. Wir haben uns auch ein größeres Gewicht. Vorher hatten wir 1500. Jetzt haben wir 2500 Gewicht hier vorne dran, damit wir eben mit dem Kollegen hier, mit dem Bredal, besser zurechtkommen, dass er uns hier nicht immer abhebt beim Kalken mit 4000 Litern. So, ich glaube, das Gerätchen stellen wir hier wieder rein. Ja, müssten wir zwar auch ein bisschen pflegen, aber wir werden es dieses Jahr noch oft nutzen. So, und Bingo. Den werden wir jetzt, glaube ich, brauchen für den Futtermischwagen. Dann werden wir den schon mal dranhängen, in Position bringen und dann unseren Teleskoplader. Aber zuvor, stopp. Kurz mal rausspringen. Kurz mal Baumenü. So, hier oben haben wir zwei PV-Anlagen installiert. Die sollten uns jeweils um die, ich glaube, 192 Euro bringen. Und die gibt es als Mod im Mod-Hub. Und da kann man also hier entsprechende Gebäude damit ausstatten. Muss man nicht die Gebäude mit PV-Anlage, sondern kann hier dann die Gebäude, die Dächer nutzen. So, der andere, der Helfer, hat seine Arbeit erledigt. Und wenn wir kurz mal reinschauen hier bei Cash, dann müsste das hier der Punkt Einnahmen Gebäude sein. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. 32 Euro haben wir hier schon mal generiert. Und da bin ich mal gespannt, was dann die nächsten Tage bei rumkommen. Also so ungefähr 400 Euro machen wir dadurch im Monat, sind 4800. Das Ganze hat uns knappe 50 gekostet. Ihr könnt es also selber ausrechnen, wie lange wir brauchen, um diese Ausgaben wieder einzunehmen. Aber dadurch haben wir wesenskontinuierlichen Geldfluss. Okay, auch das haben wir, wie gesagt, im Livestream gemacht. So. Dann werden wir mal den Futtermischwagen anhängen. Dann werden wir den Lambo holen und dann werden wir mal, wie gedacht, versuchen, hier diesen Futtermischwagen zukünftig mit Ballen zu bestücken. Aber ich bin mir nicht sicher, ob schon ein Silageballen ready ist. Das werden wir dann sehen. So, weil unsere Kühe brauchen auf jeden Fall wieder ein bisschen was. Sudele, sudele. Wie machen wir das am geschicktesten? Ich überlege gerade, passt das, wenn wir den hier abstellen? So, wir springen in unseren Lamborghini. Der ist fertig. Und wie sieht es jetzt aus? pH-Wert ist perfekt. Wir haben schon mal hier Mist. Wir haben ja uns noch einen Miststreuer gemietet erstmal, noch nicht gekauft. Aber wir haben so viel Mist am Hof, dass wir den jetzt genutzt haben um die zwei Felder. Das Feld 11 und dieses Feld Nummer 6 eben schon mal ein bisschen vorzudüngen. Denn die Überlegung war ja definitiv, was machen wir mit dem Mist? Also den zur BGA fahren und verkaufen und so ähnliches. Also puh, das ist eben auf der anderen Seite vom Dorf, den Berg hoch. Und ja, tue ich mich ein bisschen schwer. Denn das ist sehr, sehr mühselig und bringt nicht allzu viel. Und selber hier in der Hof-BGA, da sind wir noch nicht so weit. Also werden wir den Mist zusammen mit der Gülle hauptsächlich dadurch oder dafür nutzen, hier unsere eigenen Felder, die ja auch mittlerweile reichlich an der Zahl sind, eben vorzudüngen. Und dann sparen wir uns nämlich ein bisschen den Kunstdünger. So, jetzt muss ich wieder mal überlegen, wo hatten wir denn das Teil? Das war, glaube ich, im Freien gestanden. So. Zuck, zuck. Dann geht's hier auf den Hof und ich glaube, hier hinten hatten wir das Teil stehen, neben unserem Göweil. Und ich habe ja auch in der Zwischenzeit, den Bumper geholt, den wir ja brauchen, wenn wir Ballen vom Feld holen. Gut, okay.
Den können wir auch ausmachen. So, kurz die Räusper-Taste benutzt. Gut, dann schauen wir mal. Also, was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall einen Strohballen. Wir haben Quaderballen Heu, jede Menge. Quaderballen Silage. Einen. Da ist er. Jo. So, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Rundballen Gras, Rundballen Heu. Ups, nehmen wir zwei, oder? Na, also, so sieht es aus. Und dann nehmen wir noch einen Stroh. Rundballen Stroh 5000. Das müsste doch passen. Ja, hervorragend. Okay. Also, wie gesagt, dieses Ballenlager, nice. Very nice. Und ich glaube, ja, schauen wir mal kurz in die Hilfe. Kann man da auch noch Licht anmachen? Ist da irgendwo... Hallenbeleuchtung einschalten? Bingo. Nice. Very, very nice. So, aus. So. Dann steigen wir in unseren Glas. Ballenkabel haben wir hier noch dran. Und dann werfen wir mal das Material ein und schauen mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Weil dann machen wir das nämlich zukünftig immer hier, das Füttern mit den Ballen aus dem Lager. Und ich liebe es, mit einem Teleskoplader zu arbeiten. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ja, da glitscht nicht durch. Sehr gut. Dann die Silage. 6000. So wird es gehen, oder? Huch. So, und rum. Naja, wird schon reinfallen, oder? Na? Jetzt ist er drin. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die zwei Heuballen, ob wir die am Stück da reinkriegen. So, das Heu haben wir ja von unserem Feld 11, wo ja das Ackergras drauf war. Und da macht der Drescher ja eine Heuschwart. Das ist hervorragend. Da spart man sich jede Menge Arbeit. Deswegen müssen wir uns auch überlegen, ob wir dann eigentlich zukünftig noch den Wender brauchen, denn wenn wir zukünftig Heu brauchen, machen wir einfach Ackergras. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das passt, ob ich das richtig gerechnet habe. Zack. Ah, jetzt brauchen wir natürlich wieder die Hilfe. Okay. Ja, das sieht doch hervorragend aus, oder? Also, 20.000 Liter, passt. Und jetzt könnten wir eigentlich noch den Futtermischwagen, also Motor, den Futtermischwagen einschalten. Die Drehzahl geht nach oben und wir haben Mischverhältnis Silo King Trailer. Okay, hervorragend, das passt. Dann bekommen doch unsere Tierchen hier jetzt lecker, lecker Mischration. Wann denn? Augenblick mal. Müssen wir die andere Seite aus... Jetzt bin ich aber irritiert. Was passt denn jetzt nicht? Müssen wir näher ranfahren? Auskippseite rechts, links. Abkippseite rechts, das passt doch. Ach so. Sind wir zu weit? Wo hängt denn der jetzt? Also irgendwas passt hier nicht. Ich bin irritiert.
So, dann fahren wir noch einmal rum, versuchen es nochmal von der anderen Seite. Irgendwas passt nicht. Abkippseite rechts. Wir schalten mal den Motor aus, den Mischer. Aber wir haben doch alles im grünen Bereich. Ja, oder? So. Und wir haben hinten auch aktiv. Und warum will er nicht auswerten? Mischration wird hier nicht angenommen. Augenblick. Ist denn voll oder was? Mischration wird hier nicht angenommen. Warum nicht? Falsche Stelle, falsche Welle. Also, wir haben doch Heu, wir haben doch Silage drin, alles im grünen Bereich. Und unten haben wir doch das Symbol für Mischration, oder? Und warum wird das jetzt hier nicht angenommen? Ah, hier. Na, hier passt es. Okay, okay, okay. Interessant. So, da haben wir also den Trigger nicht richtig erwischt. Dann schauen wir nochmal. Okay, da geht noch mal ein Packen rein, oder? Da geht nochmal ein Packen rein. So, jetzt wissen wir es wenigstens. Und was wir aber jetzt gleich nochmal machen, das möchte ich auch antesten. Wir müssen mal gucken, ob wir in den Schweinestall, ob wir da nur Stroh so reinkippen können oder ob wir da auch Ballen reinmachen können. So. Okay. Zack. Dann schauen wir mal. Wir brauchen Stroh. Rundballen. Nehmen wir mal zwei Stück. Okay, da sind sie. So. Dann schnappen wir uns. Ach. Ja, klar. Darf man natürlich nicht zu dicht am Trigger vorbeifahren, dann sind die Ballen wieder im Lager. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die, wenn wir die hier ablegen. Ich glaube, hier müssten die doch schon angenommen werden. Wird der weniger? Nee, der wird nicht weniger. Dann nimmt der keine Ballen, dann müssen wir das Stroh lose einwerfen. Ich heiße Lose und ich kaufe hier ein. Ja, schade. Aber so lernen wir dazu. Entschuldigung, musste mich kurz räuspern. Ja, bin ein bisschen angeschlagen. So, also so lernen wir dazu. Also der Schweinestall braucht definitiv loses Stroh. Also Ballen können wir da leider keine einwerfen. Dann werfen wir den Ballen halt hier ein. Na. Und machen nochmal eine Mischration. Ups. Oh, das ist jetzt eine wilde Geschichte hier. So, mal kurz rüberlaufen. Wir brauchen wieder zwei Ballen. Zwei Quaderballen. 7000. Nee, wir nehmen zwei Rundballen Heu. So. Und wir nehmen Silage einen Quaderballen. Ja, haben wir nämlich noch. Okay. So schaut's aus. Die Folie machen wir runter, wie es sich gehört. So, was ich nicht ganz verstanden habe, ist ja, dass wir bei dieser Futtermischration da irgendwie so Kraftfutter oder irgendwas da noch reinwerfen sollen. Aber anscheinend muss man das nicht. Jedenfalls habe ich das jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Da würde man jetzt wieder sagen, kostet nur einen Haufen Geld und bringt nichts. So, okay, hier schön ablassen. Ja, müssen wir noch ein bisschen vor. Okay, und runter damit. Okay.
und unseren Silageballen, den müssen wir jetzt mal versuchen, richtig, na, hätte ich auch von der anderen Seite. Aber das Schöne ist ja, dass man hier relativ schön fast auf dem Fleck, auf der Hochachse, würde man bei der, beim Panzer sagen, wenden können. So. Ups, halt. Ach, er zeigt ja das Mischverhältnis jetzt hier schon an. Okay, auch nicht schlecht. Wusste ich so gar nicht. So, fällt er rein? Fällt er nicht rein? Der fällt nicht rein. Ah, doch, der löst sich auf. Das ist gut. Doch, das sieht man, dass er sich auflöst. Hervorragend. Und so passt das Ganze wieder. So, ich denke, wir können den Kollegen jetzt erstmal abstellen. Denn wie gesagt, das Stroh müssen wir lose reinkippen. Dann stellen wir den hier wieder mal auf die Parkposition. Jo. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt den Trigger hier auch erwischen, dass wir nicht wieder durchfahren. Ach, komisch. Hier kommt jetzt sofort Mischration überladen. Okay. Macht er auch. Okay. So, da bekommen unsere Mukus richtig Futter. Alles klar. Ist voll. Wie sieht es bei den Hühnern aus? Auch gut, 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 gut. Hier haben wir eben das Thema mit den Wurzelfrüchten. Aber das habe ich ja auch im Stream ausgeführt, dass wir schauen, dass wir demnächst hoffentlich einen Auftrag bekommen zur Ernte von Kartoffeln oder Zuckerrüben, damit wir da uns ein bisschen was abknapsen können hier für unsere Schweinchen. Weil der Rest ist ja kein Problem. Mais haben wir auch schon angebaut. Und dann werden wir irgendwann, ich denke, wenn Feld 7 abgeerntet ist, da werden wir dann Kartoffeln, vermute ich mal, ansehen, damit wir auf jeden Fall auch selbst dann als Eigenproduktion dann hier unsere Schweinchen füttern können. Aber im Moment geht es noch, das passt soweit. Aber Stroh, wie sieht das Stroh? Stroh, also die Kühe brauchen auch Stroh. Dann machen wir hier mal frei. Und dann müssen wir das, glaube ich, mit dem kleinen Ladewagen machen, wenn ich das richtig weiß. So, den bringen wir jetzt einfach mal hierher. Jetzt, wo wir ja unseren Drescher aufgeräumt in der Halle haben, haben wir ja hier Platz für sowas. So, dann können wir den Kollegen nämlich hier abstellen. So ein bisschen schräg rein, damit wir den dann gut rausholen können. Holen uns jetzt den kleinen Ladewagen und werden halt das Stroh dann aus unserem Fermentersilo nehmen und reinkippen, damit wir das dann auch schön und ordentlich aufgefüllt haben für unsere lieben Tierchen. So, weil den anderen kriegen wir, glaube ich, da kommen wir nicht in den Schweinestall. Mit dem müsste es auf jeden Fall gehen. Mit dem kleinen Pöttinger. Gut, dass ich den nicht verkauft habe. So. Dann fahren wir hier einmal rum. Also der Hof, der macht mir richtig Spaß. Den finde ich richtig supi. Okay. Stroh haben wir eigentlich, glaube ich, jede Menge, oder? Habe ich gerade gesagt, dass wir jede Menge Stroh haben? Ja, wir haben, glaube ich, zu viel Ballen gemacht. Ja gut, dann müssten wir halt die Ballen auflösen und müssten wir uns so einen Einstreuer kaufen. Das wäre natürlich was, was wir noch in der nächsten Folge machen können. Uns einen Einstreuer besorgen. Damit wir tatsächlich die Ballen dann auflösen können. Ansonsten sieht es ja so aus, dass wir höchstwahrscheinlich jetzt den nächsten Monat auf jeden Fall wieder ernten können. Das große Rapsfeld. Und wir müssten eigentlich auch ein Gerstefeld haben, das wir dann ernten können. Und dann bekommen wir auf jeden Fall jede Menge Stroh, was wir dann hier direkt einwerfen können. So, ihr seht es, das funktioniert. Lose kriegen wir Stroh jetzt hier in den Stall. Und mit dieser Erkenntnis, da seht ihr, wie das jetzt wächst hier. Und mit dieser Erkenntnis darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für diese Folge, für euer Interesse, für das Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr auch zukünftig hier an unserem fantastischen Projekt, ja, Neu-Mini-Brunnen, die Alpenmap hier mitmachen wollt, da drüben ist der Kirchturm, dann wäre es doch schön, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ansonsten freue ich mich auch immer über eure Kommentare und
eure Däumchen auf jeden Fall. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werden wir höchstwahrscheinlich auch schon im nächsten Monat sein. Dann gibt es wieder was zu ernten hier auf Neumini-Brunn. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Okay, ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.